Freunde, guckt euch unsere geile neue Perlenkette an. Ey, oh, ist das schön, ey. Richtig cool, ey, was wir schon alles haben hier. Es kommen nur noch zwei Schwerter, eine Perlenkette und ein Spiegel noch. Die muss ich alle noch ein bisschen mit Goldschaum aufrüsten, ich weiß, aber ist egal. Freunde, willkommen zurück zu Okami. Ja, Okami. So, im letzten Part habe ich irgendwie die Möglichkeit versaut, in den Wald zu gelangen, obwohl Kai, ein Stammesangehöriger, vorgelaufen ist. Irgendwie hat es doch nicht gebracht, also ist merkwürdig. Hm, miau. Und deswegen nochmal hier lang gucken. So, halt da lang. Da geht's nach oben. Tschung. Darum komme ich jetzt auch lang. Mal gucken, was da ist. Vielleicht muss ich da noch irgendwas anderes erledigen oder so. Wir schauen einfach mal. Tschung. Oder ich habe einfach wieder alles komplett falsch gemacht. Okay. Okay, alles klar. Wir sind da. Wir sind cool. Wir sind wunderbar. Kaimui. Etsuvoji. Deine Tor, bist du von dieser? Ja. Oh! Die Karte, was ist das denn für so ein Schiffswrack? Oder wie, oder was? Traue ich gar nicht zu gucken. Was ist das denn hier? Okay, hier ist ein. Was ist denn das für ein komischer Spiegel? Okay, einfach nur ein Speicherspiegel. Sieht aber ein bisschen anders aus. Ein bisschen komisch. Ein bisschen crazy. Erhalten. Eine andere Kultur. Schriftrolle enthält mit sich Informationen. Aber Leute, genau, ich habe ja erzählt, dass mir noch so viele Sachen fehlen und so, nicht wahr? Und ich glaube, ja, die Dinger, die mir fehlen, sind nämlich noch diese Fähigkeiten, die ich noch bekomme. Ja, guck mal, eine andere Kultur und sowas alles, Stamm des Mondes. Und irgendwie glaube ich, ich muss ja irgendwie, weil man hat ja hier auch schon Sachen bekommen, hier göttlicher Gesandter, nee, hier Pinseltipps, man hat ja lauter so eine Sachen hier, Göttlichkeit, oder? Verdammt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, habe ich schon so viel verpasst? Scheiße, hoffentlich nicht. Vielleicht habe ich auch gerade nur Quatsch erzählt. Wir gucken mal, oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Oh mein Gott. Das ist der Altar, in dem das heilige Schwert Gudon aufbewahrt wurde. Von hier aus hat man einen großartigen Ausblick auf die den Lachuyo-See und den Etsufuji. Darum kommen sie jedes Jahr hierher und beten zu den Bergen. Zuschauer, dass das heilige Schwert jetzt nicht da ist. Der Altar ist auch der Arche der Yamato gewidmet. Man sagt, die Arche ist seit eigener Zeit im Leichensee eingefroren. Sieh mal, man kann sich da unten im gefrorenen See sehen. Ja, okay, boah, voll die fette Arche. Das ist die Arche der Yamato. Etsufuji und die Arche der Yamato ist ja gut. Das hier ist ein sehr heiliger Ort für die Oina, für den Oina-Stamm. Es kann natürlich auch sein, dass ich mit Oki reden muss, damit der für mich die Tür aufmacht zum Wald. Weil der durch uns erfährt, dass wir da hin müssen. Alter, voll alles eingefroren. Hier gibt es anscheinend aber auch nicht viel mehr. Darum ist noch. Hey, das, hier ist noch ein Portspiegel. Guck mal, guck mal auf der Karte, sieht man richtig einen Spiegel, wo ich gar nicht so hinkomme. Hier muss ich mich hinbeamen. Ist ja gemein. Oder kann ich einfach rüber? Nö, hier muss ich mich hinbeamen. Hier geht's nicht anders. Okay, Spiel. Netter Trick, aber ich habe diesmal auf die Karte geschaut. Beim anderen Mal war ich ja ein bisschen überraschter. So, sliden wir mal hier lang und gucken. Ich bin schon wieder neugierig, wie ein Hund, wie ein Wolf. Ah, was haben wir denn da Schönes? Natürlich, ist alles eingefroren, aber die Blüte da blüht. Wow. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Was soll das denn? Okay, erstmal mit dem Feuer. Feuer. So, und dann kann ich dann ganz normal mit Wind auspusten. Eine verstreute Perle. Geil. So, und mit Wind. Zack. Oh, die Truhe riesig. Zack. Und wieder so ein komisches, geätztes Glas. Geil. Da oben. Nee, da wird nichts sein. Irgendwo sind andere Blümchen. Da oben ist noch so ein Blümchen. Höp, höp. Okay, halt. So, komm her. Zack. Enterhaken. Alter, voll die riesige Entfernung. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Und Tiere. Affen. Affen mal wieder. Die sind ja zum Glück Allesfresser. Also nehme ich natürlich das Futter, von dem ich am meisten ab. So, freut euch? Ja. Boah, dann kommt schon jetzt wieder ein dickes Glücksklebblatt, was vielleicht mal wieder 50 Punkte oder so bringt, oder 30 sogar. Und warum grabe ich überall falsch? Oh, Energie ausgegraben. Cool. So, ey, komm schon. Hallo, wo ist denn das hier? Ach, da. Oh. Da ist so ein Schweizer Käse rein gebuddelt. Ah, 30. Sehr schön. Hier sind bestimmt noch mehr Tiere. Ich guck mal. Hey, ich halte die Augen offen. Okay. Dum, 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 dum. Heilige Arche, ist doch schön. So, mal ein bisschen weiter wegzoomen. Sonst verpasse ich wieder die Hälfte. Kann ich
der mich irgendwo ranziehen? Boah, miau. Miau. Ne, hier ist nichts weiter. Leider. Ja, ich gucke mich da trotzdem immer an jeder Ecke um hier. In jedem Winkel. Näher ran. Spawnt irgendwas? Nee. Ich hier voll Staub hinterlasse. Die Arche sieht auch majestätisch und krass aus. Da wird hoffentlich nichts mit passieren. Wo muss ich denn jetzt hin? Von hier komme ich ja. Hier ist ja gar nichts. Okay, das wird sich dann vielleicht noch zeigen. Vielleicht, wenn Lika frei ist, tanzen die hier und dann ist ja alles befreit vom Eis. Kann ja sein. Weil, und dann kann man über die Arche rüberjumpen oder irgendwie so ein Quatsch. Ich weiß, was war das? Was ist das denn? Eine Eule. Oh, eine Eule. Kann ich dich füttern? Ich will die Eule füttern. Jetzt habe ich sie umgerannt. Und sie bleibt trotzdem cool. Oh, ich mag Eulen. Oh, man hört sie auch. Komm her. Oh, ich konnte aber nicht rauf. Scheiße. Verdammt. Okay, weiter gucken. Und wieder ein paar Tage vergangen. Das ist bestimmt alles zu spät. Das heißt, oh, sie haben verkackt. Ach, hier geht's noch ganz weit lang. So, was ist da oben? Was ist das? Füttern. Hast du wieder so ein oder Fuchs oder wie? Nö. So, Fleisch. Und wieder. Nee, ach so, wieder so ein Dachs. Ach, hat schon Waschbär. Irgendwie so ein Marderhund. Ja, boing. So, okay. Die können hier alle schön pennen. Im Schnee drinne. Die sind anscheinend gar nicht zu kalt. Oh, fast zu weit. So, komm, noch ein Tierchen. Nur noch ein Tierchen und dann bin ich zufrieden. Und dann habe ich nämlich wieder Erfahrungspunkte und level einfach mal meinen Magen auf. Einfach so. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Halt, was war das? Aha! Schläft da einfach mal so ein Bär. Und ich hätte mir Fische holen sollen. Ach, Mist. Und das ist echt scheiße. Ich renne immer so schnell vorbei und dann übersehe ich das. Und der Bär gibt mir natürlich viel zu wenig Punkte. So, erstmal wieder weg. Okay. Und da ist ein Loch. Da ist eine Höhle da unten. Da gehe ich gleich mal rein. Aber erstmal gucken. Ich schätze mal, ich komme sowieso noch nicht weiter. Es sind auch wieder so eine versiegelte Tür oder so. Wo erst einer vom Stamm das Maul aufmachen muss. Oh, spawnt der alles erst jetzt? Was ist los? Oh, voll zu. Was ist hier los? Hallo? Das ist das Affentor. Nein, das Affuntor. Man muss es durchschreiten, um den Waffgu-Schrein zu erreichen. Aber sie halten das Tor fest verschlossen, um ungebetene Besucher fernzuhalten. Ja. Deswegen müssen wir erstmal Lika finden. So, hier haben wir noch so ein komisches Ding, jetzt mit Speichern. Und wer wohnt denn hier? Bestimmt so ein Wachposten oder sowas. Na komm schon, Amy, geh rauf da. Oh, okay. Hallo? Tuskel! Oh, guck mal, zwei Eulen. Ist ja lustig, oder zwei Vögel? Irgendwas. Ich weiß, wer du bist. Ja, dein göttliches Aussehen ist eindeutig. Du bist der legendäre weiße Wolf Shiranui, stimmt's? Wow, sie haben den Namen hier also auch gehört. Nun, ich schätze, Shiranuis Legende kam über die See nach Kamui. Ich nehme an, sie gefällt den Oini, da sie so spirituell sind, diese Deppen. Oh, Issun! Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, wa? Du bist also immer noch am Leben? Oini-Schamanen Tuskel. Ich bin doch nicht bereit, ins Gras zu beißen. Ja, ich war doch nur auf einer kleinen Reise, das war alles. Über ein Jahr. Nun, ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Wie du sehen kannst, erging es hier in Kamui uns hier nicht so gut. Seit die Dämonen wieder erwacht sind, haben viele Leute ihr Leben verloren. Ja, ich habe alles darüber gehört, Mann. Echt traurige Geschichte. Was ist los mit diesen alten Dämonen? Und worum alles der Welt ist Lika? Die Dämonen haben sich oben im Wafku-Schrein auf den Itsufuji verschanzt. Sie sind für den schlimmen Schneesturm verantwortlich, der Kamui heimsucht. Wir konnten ihn teilweise auch fernhalten, dank des Affuntors. Aber wenn der Tag kommt, wird Kamui ganz sicher total einfrieren. Und das ist es nicht, das es mir am meisten Sorge bereitet. Was mich wirklich sorgt, ist, wie diese Dämonen wiederbelebt wurden. Kemu hatte es auch bemerkt, kurz bevor die Dämonen wieder erschienen, traf hier eine finstere Kraft aus dem südlichen Land ein. Wir beide fühlten eine böse Energie, die nach Kamui strömte. Daher wachten sie zur Antwort auf diese Ankunft, die Dämonen. Okay, Mann. Südliches Land. Ach, sie meint bestimmt Nippon. Mit anderen Worten, sie spricht über die Rückkehr von Orochi, Amy. Es gibt hier so viele Monster in Kamui, dass einige Leute das Land hier den Geburtsort des Bösen nennen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe den Eindruck, all dieses Übel in Nippon hat seine Wurzel im Land, im Laichosee, den ewig zugefrorenen See am Fuß des Etchufuji. Verbrennen wir die Alte. Nein. So, da ist ein See am Fuße des Etchufuji. Man nennt ihn Leiche. Ich glaube, der Grund, warum man Kamui den Geburtsort des Bösen nennt, ist wegen der Arche der Yamato, die im See liegt.
Die Arche der Yamato. Jeder in Komori kennt die Geschichte. Man sagt, dass die legendäre eiserne Arche vom Himmel fiel. Boah, na klar, Scheiße. Mayday. Für so eine Spinne als Symbol da drauf. Mein Großvater pflegte mir diese Geschichte zu erzählen. Und da ist auch der Neunschwänzige drauf. Guck mal. Und irgendein anderes komisches Vieh. Ey, das ist das, da kommen die Bösen her. Ist ja fies, ey. Mein Großvater pflegte mir diese Geschichte zu erzählen. Vor langer, langer Zeit, im Zeitalter der Mythen, fiel eine eiserne Arche von der göttlichen Ebene und versank im Leichensee. Die göttliche Ebene ist das Land über uns, wo die Götter leben. Die Götter sind dort als göttliche Wesen bekannt. Die Arche fiel von den göttlichen Ebenen auf diese Welt. Boah. Und guck mal, sind die nicht alle? Es war, als ob... Boah, voll viele böse Schatten. Vor allem so ein Blockkopf, auch sieht man, erkennt man auch voll die Silhouette. Es war, als ob sie von etwas verfolgt wurden. Sie wussten nicht, dass mit ihnen an Bord zahllose Monster waren. Einer nach dem anderen wurden sie abgeschlachtet, bis alle göttlichen Wesen tot waren. Boah. Okay. Und als die Arche abstürzte, gingen die Monster von Bord und begannen, das umliegende Land zu verwüsten. Seitdem ist die Welt nicht mehr sicher. Man sagt, dass sich noch immer Monster aus den Tiefen des Sees erheben. Darum nennt man ihn auch den See der Dämonen. Voll fies. Das ist alles, was ich darüber weiß. Ich habe dann noch einige Sachen hinzuzufügen. Und das ist die Geschichte von dem einen überlebenden göttlichen Wesen von der Arche. Das ist die Wesen der Arche! Wer denn? Na, die Arche fiel von der göttlichen Ebene auf unsere Welt. Ja. Ja, haben wir das schon gehört. Warum quatscht die alle dasselbe nochmal? Sie war voller Monster, welche die göttlichen Wesen töteten und so. Aber die Legende erzählt, dass es einen Mann gab, der überlebte. Einen Mann? Einen Göttermann? Er schaffte es, aus der Hölle zu entkommen, zu der die Arche geworden war. Er floh und versteckte sich irgendwo in der Welt. Wer war denn bitte? Das höre ich zum ersten Mal. Ganz ehrlich. Kalt. Man sagt, der Grund, warum noch immer Monster von der Arche im Leichensee auftauchen, ist, dass der Herrscher der Finsternis noch immer nach diesem Mann sucht. Herrscher der Finsternis? Hat er einen Namen? Das ist alles nur eine Legende. Das ist doch Yami, oder? Niemand weiß, ob das wirklich wahr ist. Niemand hat jemals einen Fuß an Bord gesetzt. Aber die Arche hat diese Tragödie auf unsere Welt gebracht. Das steht fest. Wie die Eule sich aufregt. Wenn die Kräfte der Finsternis sich hier in Kamui sammeln, dann ist es, glaube ich, deshalb, weil die Arche der Yamato sie anlockt. Tut mir leid, dass ich schon wieder so viel erzähle. Ihr Let's Player, Zuschauer seid bestimmt voll nervös und so. Da ihr diesen weiten Weg gekommen seid, darf ich da annehmen, dass ihr Kaimus Erlaubnis habt? Ich spreche von der Erlaubnis, Jospet, den verschlingenden Wald zu betreten. Ah, ja, haben wir? Ja, den haben wir. Wir können es ihm ja egal sein, aber mit Amy hier ist das eine andere Geschichte. Der Eingang zum Wald ist mit dem Zeichen der Oina versiegelt. Das ist unsere Art, naja, den Ort vor den Bösen zu beschützen. Ich kann unmöglich das Siegel brechen, aber wenn der Älteste euch befohlen hat, den Wald zu betreten, dann muss ich wohl nachgeben. Shiranui, du sollst das Oina-Amulett Zepperdödel haben. Erhalten für so ein Hase. Zepperprolo. In diesem Amulett kannst du ungehindert das Zeichen der Oini passieren, der Oina passieren. Und du kannst nach Jospet hinein. Wenn der Älteste es so entschieden hat, dann ist das kein Fehler. Du bist diejenige, die Lika finden kann. Finde sie, bevor es zu spät ist und Kaimui total eingefroren ist. Alles klar, danke, Mann. Danke. Alter, ich bin so geil. Die Kette finde ich so cool. Bin ich voll gespannt. Okay, war das da? Nee. Da waren wir schon drauf. Ich gehe jetzt dahin, wo hier ein Loch im Boden war. Da will ich noch hin. Okay. Und wenn ich Lika befreit habe, bevor ich in den Tempel gehe, mache ich dann den ganzen Rest da mit den neuen Waffen finden und so, mit den neuen Techniken. Hier, damit ich auch mal so eine Dinger hier kaputt machen kann. Ich hätte schon so viele Erfahrungspunkte haben. Ach, hier ist ja auch ein Stein drauf. Ach, fies, ey. Hier, guck mal, das geht bestimmt mit Level 2 kaputt zu machen. Und es gibt dann aber noch Level 3. Damit geht bestimmt das hier kaputt. Okay. Ah, noch ein paar Tierchen. Affen müssten das gewesen sein. Ja. Und komm schon. Level up für meine Maiden. Na. Ja. Stup. Okay. Dann ganz schnell aufrüsten. So, ist der Magen auch bald voll. Geht bloß noch einmal. Er hat's wirklich gemacht. So, ein dritter Magen. Und welch jetzt? Ich spare jetzt wieder bis 400. Ganz ehrlich. Und dann ist das, dann sind die drei größten Geldfresser erstmal voll. Geldfresser. XP-Fresser. Und dann, dann kümmere ich mich ganz sachte um die Energie, weil die ist meiner Meinung nach sowieso jetzt nicht so der Bringer. So, okay, ich versuche mich auch gleich mal dahin zu porten, wo wir das gerade alle gesehen haben. Obwohl, vielleicht ist auch wieder so ein Stein zum kaputt machen. Ihr seht schon, ich muss echt erstmal. Oder soll ich das jetzt schon schnell machen?
Ich probiere mal. Ich versuche mal hier abzuhauen. Obwohl, nee, ist ja... Nee, wird bestimmt nicht klappen, wegen Liga. Jo. Achso, halt. Eine kleine Seitentür nehmen. So. Gut, Leute, wir können in den Wald. Und es ist schon wieder Tag. Ey, scheiße. Hier werden wir alle sterben. Noch 6 Minuten Zeit in diesem Part. Da, 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 da. La, la, la. Wir werden das schon schaffen. Wir werden das schon schaukeln. So, okay. Ja, da ist so ein X-Ding. Ich versuche mich mal zum anderen X zu porten. Da, 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 da. Und kaufen wir auch noch beim Händler ein bisschen Fisch. Ein bisschen Fischi. Whippa. Trap. Wow. Hui. Hui. Ach, macht das Spaß. Das Spiel ist so schön, ey. Halt, hier ist der Laden. So, gib mir was. Ja, was willst du denn haben, Mann? Hier gibt es bestimmt auch wieder noch mehr Bären und sowas alles. So, naja, ausverkauft ist mir egal. So, 8-mal bitte. Dankeschön. So, 2-mal bitte. Danke. Und 5-mal das da. Vielen, vielen Dank. Und 2-mal das da. Cool, Mann. So, jetzt mal gucken wir dir noch meine Schätze, die ich hab. So, zack, zack, zack. Einfach ganz schnell A drücken, geht schneller. Geht einfach schneller. So, okay. Fische habe ich ganz viel angenommen. Scheiß hier alles weg. Weg. So. Und Meerjungfrau, eine wollte ich behalten. So, okay. So. Ui, rutschig, rutschig, rutschig. Okay. X-Spiegel. Porte mich. Aber nicht so. Ich wollte auch gar nicht speichern. Nicht speichern, sorry. Spiel ohne Fortsetzen? Ohne Speichern? Ja, klar. So, okay. Und... Yeah, bam. Oh, Verzeihung, da muss ich aufstoßen. So, Kalmui, Wiebkehr und das da. So, da müsste das sein. Oh, ist so geil mit dem Hin- und Herporten. So, was haben wir jetzt hier? Geheimnis entdeckt. Hier voll fies abgeschottet. Ach, hier ist gar nichts. Doch, Truhen. Oh, 3 Stück und ein dicker, fetter Bär. Hier, Mann. Ess den Fisch, Mann. Gamsen, Gamsen, Gamsen. Da, 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 da. Danke. 5 Erfahrungspunkte. Glückspunkte. Der also ein einzelner Bär voll eingesperrt. Der muss bestimmt voll leiden. So. Aha. Porzellantopf. Topf bestehend aus Porzellan. Eine verstreute Perle. Geil. Und was haben wir hier noch? Roms. Eine Silbertaschenuhr. Boah, fett. Okay. War's das hier? Bär, bist du hier ganz alleine? Ja, aber ich liebe dich. Ist mir egal. So, okay. Dann wieder zurück. Halt. Miau, und kann ich da gleich... nee, halt. Nach Kamui mich porten, wäre, glaube ich, nicht so schlau. Weil ich muss... Ja, nachkommen. Das hier ist am nächsten dran zu dem Ort, wo ich hin muss. Kommt schon ein bisschen, will ich euch noch zeigen, da vom Wald. Dann gibt es bestimmt auch hier eine Speicherstelle, dann speichere ich da zum Beenden. So, raus hier. Da, da, da. Und wenn ich dann. Ich berette bestimmt jetzt Lika, dann heißt es der mysteriöse Wald, Jospet. Der Eingang wurde durch das Uniwappen versiegelt. Sie taten das, um dieses Gebiet vor den Monstern zu schützen. Ursprünglich hatte dieser Wald seine eigene Macht, um sie fernzuhalten. Aber ich frage mich, ob Jospet seine Macht verloren hat. Schließlich ist es nicht mehr sicher vor den Bösen in diesem Land. Werden wir alles rausfinden soon. Werden wir alles noch rausfinden. So. Also, ja. Genau, hier sind wir schon mal richtig. Jetzt kommen wir da einfach so durch. Muss ich das Ding eigentlich anlegen? Oder geht das einfach so? Muss ich dann mal gucken, wa? So, Sachen. Zählt das zu meinen Sachen? Oh, ich habe 10 goldene Mägen hier benutzen. So. Ein Magen. Alle 3 Magen voll. Ausrüstung. Es ist... Nein? Okay. Einfach so ein Gegenstand. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da schon mal nicht. Ich muss dahin. Na komm, ui. Den Weg hier folgen. Okay, okay, okay. Genau. Hier war das. Oh, was jetzt? Cutscene! Wer kommt jetzt? Oh, wer ist das? Boah. Alter, voll so ein Wok auf dem Kopf. Okay, Mann. Du Stinky, du. Du kleiner. Ey, was ist das für ein Pferd? Hat ein Wespen, Insekten hinterleib? Das ist ja erstmal abartig. So, achso, der ist auch wieder geschützt, okay. Okay, er ist wieder geschützt. Ja, dann soll er erstmal. Genau. No. Wir halten jetzt wieder Slow-Mo. Ist einfach bloß eine andere Art von so einem Golem. So, guckt euch das an, wie geil. Ah, schön geblockt. Zack, schön geschlitzt.
Leute, das ist echt eine Fusion aus einem Insekt und einem Bullen mit Männer. Ih, das ist ja eklig. Oh, verdammt. Verdammt. Also wirklich, also wer denkt sich denn sowas aus? Ganz ehrlich, Japaner, was ist das denn für ein Gott? Oder, ich muss jetzt mal kurz gucken, ob das irgendwie, ob man da irgendwas nachlesen kann zu dem Vieh. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, danke ihr Bären, dass ihr mir geholfen habt. Nämlich gar nicht. So, okay. Oh, ist einfach offen. Cool. So, aber jetzt wartet mal. Da muss ich jetzt mal... Was war das denn für ein Ding? Das hat mich jetzt so geflasht. So, Bestiarium. So, war das der hier? Nee, das ist einfach nur der Eimer. Eimer. Iglu-Schildkröte. Genau, hier. Oger, blauer Oger. Und das ist jetzt ein Bullenteufel. Der Bullenteufel ist berüchtigt dafür, eine wichtige Rolle in der Hölle zu spielen. Er ist sehr mächtig und kann Seelen mit seinem Eisatem einfrieren. Er ist zwar stark, aber auch nicht stärker als ein Oger. Jeder, der gegen einen Oger gekämpft hat, wird auch hier erfolgreich sein. Natürlich können nur die Besten der besten Oger besiegen. Also, der andere ist ja natürlich hier wieder, wie man den platt macht und so, aber stimmt das? Gibt das in der japanischen Mythologie oder so einen Bullenteufel? Für so ein Insekt. Ganz abartig, egal. Schnell rein hier. In den Wald. In den mysteriösen Schneewald, bestimmt alles bestimmt voller Wälder und ist und meint, man verläuft sich. Okay. Just Fat. Okay. Mann. Der östliche Wald. Die ersten Bewohner von Kamui tauften ihn Joss Fat. Das bedeutet in ihrer alten Sprache verschlingender Wald. Man sagt, der Wald wird dich verschlucken, wenn du dich verirrst. Kai sagt, sie würde hier auf uns warten. Ich frage mich, wo sie wohl steckt. So. Kann ich hier irgendwo speichern? Wacker. Okay, ich habe keinen Bock, dass der mich erstmal zutextet. Ich gehe nochmal zurück. Ich will nochmal speichern. Sorry, Leute, aber der Part ist vorbei und ich darf jetzt nicht so lange überziehen. Und der Wacker, der quatscht mir noch wieder, kommt mir noch wieder ein Ohr ab. Ich kenne den doch. So, okay, hier kann ich nirgendwo speichern. Der kürzeste Weg ist natürlich wieder Richtung Dorf. Okay, hoppa. Halt, unter der Brücke. Unter der Brücke sind Häschen. Häschen unter der Brücke. Oh, wie süß. Fast verpasst. So, dann nehmen wir noch die Zeit. Leute, dann geht's im nächsten Part ab in den Wald von Just Fat. So nenne ich den einfach jetzt einfach den Wald, ja, weil klingt cool. Und fast genauso geschrieben, wie es ausgesprochen, wie es da geschrieben steht. Oh Mann. So, okay. Halte mich schon wieder falsch. Ganz falsch. Hier muss ich hoch. Ist das wieder ein X-Spiegel, wo ich so gar nicht hinkomme? Oder... Ach nee. Ist einfach der Spiegel im Dorf. Bloß den sieht man jetzt erstmal noch nicht. So. Freunde, aber vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Wir finden Lika auf jeden Fall. Mal gucken, was Wacker wieder für eine ach so tolle Prophezeiung hat in seiner coolen Sprache. Nicht wahr? Wird bestimmt wieder super, super lustig. Ich bin gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Also Leute, ich hoffe ihr euch auch. Und wir sehen uns im nächsten Part von... Okay, Me. Mit Oki und Kai und allen anderen Freunden. Ciao!